Christina, als mir der Bauherr in unserem ersten Gespräch die Idee und den ersten Entwurf für sein Haus vorgestellt hat, hat es sich angehört wie eine Utopie. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Mehrgenerationenprojekt. Hier wurde besonders viel Wert auf Autarkie gelegt. Und natürlich wurde auch hier maximal ökologisch und ökonomisch gearbeitet und geplant und gebaut. Was wir euch heute zeigen dürfen, sind das ökologisch gebaute Wohnhaus mit den Grundöfen, der Stromdirektheizung, mit dem hohen Autarkiegrad, Inneneinrichtung und neben dem Haus den Erdkeller, die Photovoltaikanlage, die hier auch als Inselanlage funktioniert. Wir haben hier ein Pflanzenklärbeet und einen Brunnen. Bevor das Haus hier neu gebaut werden konnte, wurde ein Haupthaus und ein Nebengebäude zurückgebaut. Materialien aus dem Rückbau, wie zum Beispiel hier diese Lehmstarken, wurden im Zaun verwendet. Und was sind Lehmstarken? Um diesen Lehmstarken war Stroh gewickelt, dann ein Paket von Lehm und diese Lehmstarken, die lagen dann zwischen dem Fachwerk. Und da, wo man sich für Eiche oder der kernigen Kiefer entschieden hat, daraus lässt sich wunderbar auch im Außenbereich, wie hier zu sehen, zum Beispiel ein Zaun bauen. Wir haben nicht nur auf dem Haupthausdach eine Solaranlage, sondern auch beim Nebengebäude. Die Solaranlage funktioniert auch als Inselanlage. Und was ich besonders sinnvoll finde, ist, dass die Bauern hier ihre Elektroautos mit dem Strom laden, den sie hier selber produzieren. Der Bauherr hat von Anfang an ohne Keller geplant. Dieser Erdkeller, wie wir ihn hier haben, ist ganz bewusst ins Grundstück verlegt, unter der Erde. Durch die Auswahl der richtigen Materialien haben wir hier einen Raum, der so kühl ist und genau die richtige Raumfeuchte hat, dass er sich unglaublich gut dafür anbietet, hier Lebensmittel zu lagern, ohne dass Strom oder ähnliche Energie notwendig ist. Neben dem handwerklichen Wissen, neben dem Spezialwerkzeug, was der Maurer braucht, um so eine Kuppel zu bauen, ist es entscheidend, mit was für Material man arbeitet und was man auch für einen Untergrund findet. Hier ist es so, dass wir einen ganz sandigen Boden haben, das heißt Feuchtigkeit kann immer abtransportiert werden. Und wir haben hier einen Stein, der die Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt, so dass kein Kondensat in der Kuppel hängt und irgendwo es zu Schimmel kommen kann. Neben den Dingen wie Lebensmittel oder Weinflaschen, die kühl im Erdkeller lagern, haben wir hier ein Nebengebäude, wo alle anderen Sachen Platz finden. In der Bauphase wurde das Gebäude genutzt für Baumaterialien, um dort zu arbeiten, Dinge unterzustellen. Jetzt wird das Gebäude genutzt für die Haustechnik, die Werkstatt, das Fahrzeug kann hier untergestellt werden. Wir haben viel Platz für die Kinder, um dort ihre Hobbys auszuleben, um sich dort zu verstecken und so weiter. Wir haben die Möglichkeiten, hier die Gäste unterzubringen und. Das Nebengebäude ist preiswert, aber sehr hochwertig gebaut. Wir haben ein einfaches Holzständerwerk und auf dem Dach ein Blechdach. Das reduziert die Kosten. Wir haben uns aber bei der Holzart für eine Kiefer entschieden. Und Kiefer ist ein sehr, sehr wertiges Holz, was dafür sorgt, dass das Nebengebäude ganz, ganz lange stehen bleiben kann und das Holz hält. Wir haben hier lediglich die Wände gedämmt, hinter denen die Technik liegt. Und hier haben wir einen Raum, einen Hauswirtschaftsraum, in dem wirklich gewirtschaftet wird. Was mich unheimlich begeistert, hier in diesem Nebengebäude, dass diese 35 mm Holzweichfaserplatte ausreichen, dass es hier im Hochsommer, wenn richtig das Licht und die Energie auf dem Haus steht, es trotzdem noch hier angenehm kühl ist im Haus. Mit dem Nebengebäude haben wir so viel Dachfläche, dass wir viel Regenwasser haben, was wir auffangen können und nutzen können, neben den hier vorhandenen Brunnen. Wir haben auch noch mal mehr Dachfläche, ideal für unsere Photovoltaikanlage.
Und da es in diesem Ort keine zentrale Abwasserentsorgung gibt, haben wir hier dieses Pflanzenklärbeet für dieses Haus. In dieses Projekt ist unglaublich viel Eigenleistung geflossen. Die Bauherren haben hier jedes Brett an der Fassade selber zugesägt und selber verschraubt. Hier sieht man in dem Fall die Edelstahlschrauben, die genau richtig angebracht sind, und zwar in der Mitte des Brettes. Worauf man achten muss, ist, dass der Deckel nicht mit dem Boden an der Randseite verbunden wird. So kann jedes Brett für sich arbeiten und es entstehen im Brett keine Risse. Christina, jetzt sind wir hier im Haupthaus im Erdgeschoss. In dem offenen großen Bereich, wo alle zusammenkommen. Auf der einen Seite strahlt dieser große Grundofen seine Wärme in den Raum und auf der anderen Seite haben wir ein großes Fenster, was mit Licht den ganzen Raum flutet. Dieser Raum und dieses Haus hat viele Highlights. Mit Sicherheit gehört dieser Balken mit dazu. Hier steht dieser alte, dunkle Eichenbalken zentral im Raum. Dieser Balken stand vorher in dem Gebäude, was wir zurückgebaut haben. Hier sieht man die alten Zimmermannsverbindungen oder diese Einkerbung, wo die Lehmstaken, die wir vorhin im Zaun gesehen haben, drin gesessen haben. Dann war es mit Lehm umwickelt und Stroh. Und man sieht hier wunderbar, wo der Balken mal eingesetzt wurde und wo er mal gestanden hat. Dieser Balken erzählt auf jeden Fall Geschichte. Das hier ist ein ganz klassischer Grundofen. Die Flamme liegt hier auf dem Grund. Und hier oben haben wir die Züge, die durch den Ofen laufen, die gesamte Treppe auch erwärmen und die Strahlungswärme in den Raum bringen und auch in die obere Etage. Je mehr Masse der Grundofen hat, je länger speichert er die Wärme. Und der viele, viele Lehm führt natürlich dazu, dass wir auch ein besonders gutes Raumklima haben. Hier haben wir zwischen den hohen Deckenbalken eine abgehangene Decke mit dicken Lehmbauplatten und in denen ist eine Stromdirektheizung eingespachtelt, die in Kombination mit der Photovoltaikanlage und den Batterien hier großartig funktioniert. Die Wärme wird über große Flächen nach unten abgestrahlt und sorgt dafür, dass wir auch einen warmen Fußboden haben. Wir haben hier in dem Haus eine zeitlose quadratische Fliese eingebaut, die vor 100 Jahren modern war und auch in 100 Jahren modern sein wird. Wenn wir Häuser bauen, dann immer mit dem Gedanken, dass sie lange stehen und möglichst zeitlos sind. Jetzt sind wir hier oben in der oberen Etage, im ausgebauten Dachstuhl. In Eigenleistung wird hier auch das Geländer noch kommen, die letzte Stufe, die massiven Holzverkleidung in der Dachschräge bei den Dachflächenfenstern. Aber vieles ist geschafft und fertig. Hier oben in der oberen Etage sind die Innenwände doppelt mit Lehmbauplatten beplankt. Zwei auf beiden Seiten und dann nochmal mit Lehm verputzt. Und auch der Zwischenraum ist mit Spänen und Lehm ausgeblasen. So haben wir eine dicke, massive Innenwand. Das bedeutet, dass wir einen guten Schallschutz haben, viel, viel Speichermasse und ein hervorragendes Raumklima. Ja, fein, du bist der Star. Gut, gut. Hier hat sich der Bauherr für einen hellen, weichen Kiefernbelag entschieden. Und damit er noch heller und noch freundlicher ist, wurde hier gelaugt und danach geseift. Das Seifen vom Fußboden ist automatisch die Pflege und kann immer wieder wiederholt werden. Und ihr seht auch hier den Rohfußboden, die Unterkonstruktion und dahinter ein dickes Paket Lehmtrockenschüttung. Ihr müsst wissen,
dass hier ganz, ganz viele Lehmbauplatten verarbeitet wurden. Und alle Reste, die man nicht mehr an die Wand bringen konnte, wurden in eine Trommel, in eine Betonmischer geworfen, zusammen mit zwei großen Steinen, durchgerührt, so dass sich das Gewebe vom Lehm getrennt hat. Und dann wurde dieser trockene Lehm hier überall unter anderem mit verbaut. Das ganze Dach ist gedämmt und bis oben in die Spitze geführt. Wir haben einen großen, großzügigen Bereich. Das Dach ist auch hier doppelt mit Lehmbauplatten von innen beplankt und hat einen schönen Edelputz bekommen. Hinter dem Dach ist das Dach ausgeblasen mit Spänen, die mit Lehm ummantelt sind. Es hat ungefähr das Doppelte an Gewicht wie die zellulose Einblasdämmung und führt dazu, dass wir nochmal einen viel, viel besseren sommerlichen Hitzeschutz haben wegen einem unglaublich guten Phasenverschiebung. Richtig hochwertig sieht der Lehm aus, wenn man ihn lehmfarbend lässt oder wie hier lediglich Pigmente beimischt. Wir sind jetzt von dem offenen Bereich hierher gekommen. Hier kann ich eine Tür schließen zu dem offenen Bereich, wo die Kinder in den Sitzsäcken rumlümmeln können, Dart spielen können und so weiter. Und hier wird es ruhig. Hier können sich die Eltern zurückziehen. Wir sind hier auf der Südseite. Wir haben hier das große, geräumige Masterbad, den Schlafzimmerbereich und hier ein kleines Arbeitszimmer. Und hier den warmen und hellen und freundlichen Wohnbereich. Ein kleiner Ofen, der darf hier oben nicht fehlen. Die große Metallplatte schützt den Fußboden. Eine weitere Platte schützt hier die Wand vor der Wärme und lässt sie nochmal in den Raum abstrahlen. Dann wurde ein spezielles Formteil in die dicke, massive Tomawand eingelassen, damit auch hier der Schornstein durchgeführt werden kann und der Schornsteinfegermeister hier dem zustimmt. Das Kiefernholz im Dachstuhl ist nicht nur ein sehr, sehr hochwertiges Holz, sondern wie man hier sieht, im außermittig liegenden First auch ein besonders schönes Stück Holz. Hier fehlt noch das Leibungsbrett und erlaubt den Blick auf dieses Papier. Dieses Papier sorgt dafür, dass keine Luft in der Wand zirkuliert und verrät, wie stark die dicke, massive Tomawand ist. Wir haben hier 30,6 cm massive Tomawand. Eine dünne Holzweichfaserplatte außen und dann die Bodendeckelschalung. Und dieser massige, dicke Wandaufbau sorgt dafür, dass durch die günstige Phasenverschiebung die ganze Energie hier aus der Südseite nicht ins Haus kommt. Die Wand speichert und dämmt ideal. Die schmal geschnittenen Fliesen hier im unteren Bereich wirken wie ein skandinavisches Holzpaneel und verleihen dem unteren Bereich nochmal einen ganz besonderen Charme. Und Christina, ich freue mich riesig, dass diese dicke Eichenplatte aus dem Rückbau des alten Hauses nicht einfach verbrannt wurde oder auf den Müll gewandert ist, sondern hier als Platte dient, auf denen dann die beiden Waschschalen befestigt sind. Der gesamte untere Bereich hier in der Dusche ist aus einem Stück Naturstein gefräst. Schön mit Gefälle, dass das Wasser gut abtransportiert wird. Der Stein ist deshalb so groß, damit wir hier auf eine Duschtrennwand verzichten können. Das führt dazu, dass der Raum schön offen und groß ist und dass ich hier keine Scheibe putzen muss. Durch diese freistehende Badewanne hier lässt sich hier auch wunderbar auf Silikon verzichten. Jetzt kommen wir wieder zurück von dem Elternbereich und haben hier das erste Zimmer für eins der Kinder. Hier sind wir jetzt im hinteren Bereich des Hauses und auch hier haben wir zwei Kinderzimmer und gerade durch ist der begehbare Kleiderschrank. Also wenn auch ihr irgendwo in die Dachspitze klettern müsst und braucht dafür eine Leiter, dann ist es natürlich besonders dekorativ, wenn es so eine schöne Holzleiter ist wie hier. Und damit die Morgensonne den Kindern den Start in den Tag erleichtert,
kann diese hier oben durch die Oberlichter einfallen, die Oberlichter, die später noch hier eingebaut werden. Christina, ich freue mich wahnsinnig für die Kinder. Ich selber, ich habe auch 3 Kinder und so wie die Kinder hier aufwachsen dürfen, was die Kinder auch in der ganzen Bauphase erlebt haben, das begeistert mich. Es ist nicht nur so, dass die Kinder ihre eigenen Zimmer haben, das Nebengebäude, den ganzen vielen großen Platz. Es ist auch so, dass die ganze Entstehungsphase von dem Haus von den Kindern mit begleitet wurde. So waren die Kinder auch mit dabei, wie wir alle gemeinsam im Rahmen einer Firmenveranstaltung Bäume gepflanzt haben. Es waren am Ende 3000 Stück. Und so haben die Kinder vom Bäumepflanzen übers Fällen bis hin zum fertigen Haus diesen ganzen Wertschöpfungsprozess mitverfolgt. Hier haben wir besonders ökologisch gebaute Fenster. Das Holz ist hier behandelt mit einem Leinöl mit Pigmenten. Und damit das Fenster ausreichend geschützt ist, sind 5 Arbeitsschritte und 5 Schichten notwendig gewesen, damit das Fenster hier richtig versiegelt ist. Darüber hinaus kommt das Leinöl nicht zurecht mit Silikon. Daher sind hier alle Scheiben mit einem durchgefärbten Fensterkit eingekittet. Und was die Fensterpflege angeht, hier reicht es aus, den Lappen ein bisschen in Leinöl zu tränken und rüber zu wischen und das Fenster sieht wieder satt aus und ist wieder gepflegt. Und die Kinder freuen sich nicht nur darüber, dass hier besonders viel Licht in den Raum fällt, sondern auch darüber, dass die Fensterbank möglichst niedrig ist und sie auch aufgrund ihrer Größe hier gut rausgucken können. So, jetzt sind wir mittlerweile wieder im Erdgeschoss. Auf der Seite des Hauses haben wir eine für sich funktionierende separate Wohnung hinter der großen hölzernen Tür. Gleichwohl der große Essbereich hier von allen Bewohnern genutzt wird. In der Planungsphase stellen wir uns die Frage, in welchem Bereich welcher Raum am günstigsten untergebracht ist. Die Großeltern, die hier diese separate Wohnung nutzen können, die liegt auf der Südseite. Das liegt daran, weil die älteren Leute den ganzen Tag über maximal Licht, Wärme und Freundlichkeit genießen. Die darüberliegende Einheit ist von den Eltern genutzt, während die Kinder im Norden ihre Räume haben. In jedem Haus überlegen wir uns, wie wir das warme Wasser erzeugen können. Hier haben wir einen untergeordneten Raum hinter dem Grundofen. Das ist ein Raum, der tendenziell eher ein bisschen wärmer ist, weil der Grundofen hier Wärme abgibt. Wärme, die wir im untergeordneten Raum hier nicht brauchen. Der perfekte Platz für unsere Brauchwasserwärmepumpe. Die Luftwärmepumpe, die hier auf dem Warmwasserspeicher sitzt, zieht die Wärme aus dem Raum und die Feuchtigkeit und sorgt dafür, dass hier warmes Wasser entsteht. Und neben dem Badezimmer in dem Bereich der Großeltern, neben dem Badezimmer in der oberen Etage, haben wir hier unten das Gästebad, was auch am meisten benutzt und hochfrequentiert ist. Bevor ich dich jetzt verabschiede, zeige ich dir jetzt nochmal die Backküche. Mir gefällt riesig die Haptik, die Optik von dem Lehmputz, der Thomaholz 100 Wand, dem blanken Stahl oder diese wunderschönen Leinölfenster. Hier vorne haben wir dann noch ein Gästezimmer und wenn man die Tür zur Seite schiebt, haben wir auf der Seite dann die Garderobe. So. Christina, ich habe mich riesig gefreut, dass du uns wieder besucht hast, dass ich das Haus zeigen konnte und vor allem habe ich mich gefreut, dass ihr alle wieder da wart. Wenn euch die Videos gefallen, dann lasst einen Kommentar da, abonniert gerne den Kanal. Und wenn ihr uns besuchen wollt, auch gerne auf unseren YouTube-Kanal. Tschüss!